Ein Mikrobiomtest. Wer sich ordentlich checken lassen möchte, wie jung und gesund oder eben alt und krank man denn schon sei, dem wird von Longevity-Experten oft ein Mikrobiomtest empfohlen. Also eine Analyse, welche Bakterienarten den Darm besiedeln und auch wie viele. Der Hintergrund? Ein junger Mensch hat meist ein junges, gesundes Mikrobiom. Ein alter Mensch hat oft ein altes, ungesundes. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut sind solche Tests und was bringt es, wenn ich weiß, dass sich da böse Bakterien ansiedeln in meinem Darm, wenn ich noch gar nicht weiß, wie ich die vertreiben kann? Mikrobiom. In der Healthy Longevity Bewegung spielt es ja eine Riesenrolle. Ein junges Mikrobiom, ein altes Mikrobiom. Klar, auch ein junges kann krank sein, ein altes kann gesund sein. Aber die Tendenz ist, dass unsere 1000 verschiedenen Bakterienarten in unserem Darm, dass die in der Zusammensetzung sich sehr stark verändern, wenn wir älter werden. Es werden weniger, also die Vielfalt lässt nach und es werden weniger gute und mehr schlechte Bakterien. Was heißt gute? Gute zum Beispiel, die Vitamine produzieren, die kurzkettige Fettsäuren produzieren, wie Butyrate, und schlechte, die halt entzündungsfördernde Stoffe herstellen und die viele andere ungute Folgen haben können, bis hin ins Herz, bis hin ins Gehirn. Und das Spannende ist, viele Labore weltweit und jetzt auch in Deutschland und Europa sagen ja schon seit etlichen Jahren, wir können das Mikrobiom ganz hervorragend messen. Wir können also sagen, ist deins gut, ist deins schlecht, solltest du an der und der Stelle vielleicht ein paar Bakterien, Probiotika dazu tun. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Diese Forschung ist richtig weit gekommen. Ich habe einen Podcast gemacht mit Dr. Heiko Hofmann von BioVis. Das ist eines der Labore, die diese Mikrobiomanalysen machen. Und er hat sehr genau erklärt, wie gemessen wird, was man davon hat und wie man dann auch therapieren kann. Also müsst ihr unbedingt reinhören, das Mikrobiom. Jede Krankheit beginnt im Darm, hat schon Hippokrates gesagt. Die Forschung ist im Augenblick richtig heftig dabei, zu schauen, wie weit in den ganzen Körper durch eine Fehlbesiedlung des Darms an Schäden tatsächlich um sich greifen können. Und das sind eine ganze Menge. Demenz, man denkt sogar an Parkinson, vielleicht sogar Multiple Sklerose. Einige der entzündlichen Erkrankungen bis hin zu Herzmuskel. Aber auch Depressionen. Diese Bakterien bzw. die Wirkstoffe, die sie produzieren, können offensichtlich auch die Blut-Hirn-Schranke durchdringen. Das heißt also, sie können bis ins Gehirn vordringen. Wenn wir da zu viele negative Wirkstoffe haben, die der Darm, häufig der alte Darm, produziert, dann haben wir Entzündung im ganzen Körper und dann haben wir eine ganze Menge an Gefahren, die wir laufen, dass wir durch unseren Darm tatsächlich krank werden. Es gibt eine Menge Ursachen für eine Dysbiose. Die wichtigste ist erstmal die Ernährung mit ultra hochverarbeiteten Lebensmitteln und mit einfach ganz, ganz viel künstlichen, also chemischen Wirkstoffen, die zur Haltbarkeit und zur Geschmacksverstärkung und all diesen für uns sehr unguten Effekten eingesetzt werden. Dazu kommt ballaststoffarme Ernährung, das ist ja auch typisch für eine hochverarbeitete Lebensmittelernährung. Also wenig Ballaststoffe führen auf Dauer dazu, dass unsere Bakterien zu wenig zu essen haben, die ernähren sich davon und sich die, die gut sind, schlecht ernähren oder eben auch vermehren können und die, die schlecht sind, können sich gut vermehren. Also ballaststoffarm ist wirklich fies. Viel Zucker ist schlecht, viel Alkohol ist schlecht. Aber dann sind natürlich auch Ursachen wie häufige Antibiotikaeinnahme, die spielen eine große Rolle. Auch Stress, vor allem chronischer Stress, wenig Regeneration, all das kann zu einer Dysbiose führen. Wenig Bewegung übrigens ganz besonders. Probiotika haben ja so einen schillernden Ruf. Man hat durchaus gefunden, dass es etliche Produkte auf dem Markt gibt, die gar keine Bakterien enthalten, beziehungsweise keine lebenden Bakterien mehr oder auch die falschen oder nicht die, die auf der Verpackung stehen. Also man muss wirklich genau schauen, wo besorgt man sich
ein Probiotikum und man sollte auch mit einem Facharzt oder Fachmann, Fachfrau darüber sprechen, was ist denn jetzt für mich gut. Eine allgemeine Prophylaxe, gerade für Menschen, die ein bisschen älter werden, da sind das meistens die Bifido, die Milchsäurebakterien, die man einnehmen kann und mit denen man nichts falsch machen kann, weil sie den pH-Wert des Darms zum Beispiel auch mit regeln. Aber wenn man bestimmte Beschwerden hat und sagt, ich bin vielleicht auch ein Typ für einen Reizdarm, ständig Blähungen, Völlegefühl, habe entweder Durchfall oder Verstopfung, ich merke einfach meinen Darm, er reizt mich, so wie diese Diagnostik ja auch heißt, dann würde ich zu einem Fachmann gehen und mal das Mikrobiom untersuchen lassen und dann schauen, ob es nicht für mich Probiotika gibt, also Bakterien, die ich ganz gezielt dann über Monate und milliardenfach mit der Nahrung einnehme.